Sportbegeisterte Indiaca-Fans kamen am Wochenende in Haltern am See auf ihre Kosten. In der Dreifachturnhalle des Halterner Schulzentrums fand die deutsche Meisterschaft im Indiaca 35 Plus statt. Ausrichter der Veranstaltung war der ATV Haltern. Dazu waren aus ganz Deutschland Teams nach Haltern am See angereist. Ja, dadurch, dass wir auch zufällig auch noch mit dem Organisationsteam halt mitgeholfen haben, rechnen wir heute mit 180 Teilnehmern und morgen mit 120 Teilnehmern. Tatsächlich deutschlandweit, ja. Also natürlich gibt es immer so Hotspots, wo halt Indiaca sehr viel mehr und weiter verbreitet ist als im Norden zum Beispiel. Da kann man jetzt sagen, alles was südlich ist, bei Karlsruhe, Malta-Dingen, da haben wir wirklich sehr viele Gästeboden. Ne? Auf Samstag, den 8. und 9. Juni, waren die Wettkämpfe terminiert. Während die Herren am Samstagvormittag ins Rennen gingen, fanden am Nachmittag die Wettkämpfe der Damen statt. Ja, es sind fünf Spieler auf dem Feld, also mehr als fünf dürfen auch nicht anwesend sein auf dem Feld. Natürlich kann man so viele Auswechselspieler, wie man auch möchte, halt noch vorhalten. Das Ganze wird gespielt nach ähnlichen Regeln wie das Volleyball. Der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass beim Volleyball übergegriffen werden darf, beim Block, beim Indiaca ist die Tendenz schon nicht erlaubt. Es ist ja so, dass die Mannschaft, die zuerst die 25 Punkte erreicht hat, mit einem Vorsprung von 2 Punkten gewonnen hat. Und dann gibt es natürlich ausgeglichene Spielbegegnungen. Da dauert es relativ lange. Wenn man natürlich einen sehr starken Gegner, einen sehr schwachen Spielmannschaft hat, dann dauert es natürlich nicht so lange. Trotz ihres großen Einsatzes schafften es die Indiaca-Herren nicht, die gegnerischen Mannschaften zu besiegen. So mussten sie sich mit dem unbeliebten 4. Platz zufrieden geben. Turniersieger und neuer deutscher Meister wurde der CVIM Piwitz Heide. Und wir spielen ja seit Jahrzehnten Indiaca, könnte sagen so eine kleine lippische Hochburg Indiaca. Haben uns da von dem kleinen Örtchen Silbach mit Piwitz Heide zusammengetan, machen dann eine gemeinsame Indiaca-Arbeit mit viel Jugendarbeit. Und ja, jetzt sind wir dran mit den älteren Herren, Ü35 plus, durften wir heute spielen und haben glücklich gewonnen. Es hat Spaß gemacht, es ist ein Spiel, was ähnlich wie Volleyball ist, jedoch technisch etwas einfacher zu lernen, sodass man in frühen Jahren auch schneller ans Spielen kommt und nicht nur Technikarbeit macht. Für die Sieger gab es Medaillen und Pokale. Wir haben sehr, sehr schöne Holzpokale anfertigen lassen und zwar von der Werkstatt Kartaus. Und ich muss wirklich sagen, halt ist auch schon von vielen gelobt worden.